Morgen. Ja, das ist schon einigermaßen richtig. Haben Sie einen langen Arm? Wir schauen was, ja, wenn wir so ein bisschen weiter unten angreifen. So. Ja. Herr Bundesminister, es gibt einen Corona-Plan jetzt für die österreichischen Schulen. Wie sieht der aus? Ja, wir haben eine Handlungsanleitung an die Schulen gegeben und auch einen Erlass an die Bildungsdirektionen. Ich möchte zweierlei erreichen, eine verstärkte Information an die Beteiligten, insbesondere an die Eltern von Schülern. Und ich möchte auch eine differenzierte Vorgangsweise erreichen. Der Plan sieht im Wesentlichen so vor, wenn ein Schulleiter erfährt oder sieht, hier ist möglicherweise ein Schüler mit einer Infektion, dass er dann die Gesundheitsbehörde verständigt. Die Gesundheitsbehörde kommt in die Schule und setzt dann die weiteren Schritte. Ein Schüler mit beispielsweise einer Infektion würde in der Zwischenzeit in einen Raum gebracht werden, sodass keine weitere Infektion, Tröpfcheninfektion passiert. Die weiteren Schritte setzt dann die Gesundheitsbehörde und dann erwarte ich sowas wie eine Risikobeurteilung, wer sollte Tests unterzogen werden und wie die weitere Vorgangsweise ist. Anlassfall war ein Wiener Gymnasium, in dem zum ersten Mal ein solcher Verdacht aufgetaucht ist. Wie unzufrieden waren Sie mit dem, was da in diesem Gymnasium passiert ist? Ja, man lernt aus diesen Fällen und die Lehre war eben zu wenig Information auch an die wartenden Eltern und zu lange Zeiträume bis zum Bekanntwerden des Testergebnisses der Lehrerin und auch zu lange Halten der Kinder in der Schule in einer undifferenzierten Art und Weise. Welche Rolle sehen Sie hier für die Exekutive? Muss man dann immer gleich mit der Polizei aufmarschieren oder genügt es, wenn Sanitätsbeamte das übernehmen? Naja, das hängt von der Situation ab. Das soll auch und muss auch die Innenbehörden entscheiden, was notwendig ist. In manchen Fällen wird Polizei notwendig sein. In manchen Fällen wird, glaube ich, auch die Anweisung ausreichen, die Schule jetzt nicht zu verlassen oder auch nicht zu betreten. Vielen Dank. Danke. Okay. Gut. Danke herzlich. Danke. Danke.